Wenn wir schon in der obersten Liga unterwegs sind, dann passt ganz gut, was er über sich und seine Jungs mal gesagt hat. Wir sind zwar nicht die Rolling Stones der Hörspielszene, aber wir sind mindestens die Bee Gees. Er, das ist ein Mann, mit dessen Stimme ganze Generationen groß geworden sind, denn er ist Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Zehntausende Menschen kommen mittlerweile zu den Live-Shows der Fragezeichen. Er selbst sagt, wir sind seit 35 Jahren das beliebteste Schlafmittel Deutschlands. Herzlich willkommen, Oliver Wormack. Ja, das ist die Wahrheit. Sind alle schön mit eingeschlafen. Generation 3 Fragezeichen, ist das etwas, was, womit du was anfangen kannst? Ich bin nicht so der Krimi-Typ. Ich war ja als Kleiner schon so ein Jimmick-Gucker und Leser. Und, bei Kindern, die ihre armen Kühe reinstecken, kann man natürlich insofern alles vorstellen. Insofern bin ich sehr untypisch. Ich bin weder mit 3 Fragezeichen aufgewachsen wie alle anderen, noch gucke ich heute Tatort. Also da bin ich wirklich raus. Nova ist aber jemand, der zu dieser Generation gehört, ne? Absolutes Generation 3 Fragezeichen. Absolutes wahrscheinlich das halbe Studio hier. Ja, also definitiv. Vom jüngsten Alter an und bis heute jede Kassette, die ich irgendwo ergattern kann. Also ich hatte sie mal alle. Ich habe 3 Brüder. Da nimmt das dann potenziell mit den Jahren wieder ab mit den Kassetten. Die verschwinden dann plötzlich und ich ergatter sie dann auf Flohmärkten jetzt immer wieder. So, und neben dir sitzt ein Mann, einer der Helden sozusagen unserer Jugend. Haben Sie auch, Herr Schrimm, 3 Fragezeichen mit Ihren Kindern? Haben Sie Kinder? Ich habe Kinder, ja, und dadurch habe ich es auch kennengelernt, aber ich gebe zu, ich habe es nie gehört. Muss man nicht unbedingt gehört haben, aber wenn man es dann hört, dann weiß man sofort, wer dieser Mann ist, der heute hier bei uns sitzt. Oliver Rohrbeck, der seit 35 Jahren Justus Jonas ist, einer der 3 Detektive dort. Das Ding kam irgendwann in den 60er Jahren aus Amerika, spielt an einem fiktiven Ort in Kalifornien, den es in Wahrheit gar nicht gibt. War Ihnen damals schon klar, das ist ein Stoff, mit dem man in Ruhe auch seine Rente einfahren kann? Na, gar nicht. Also davon konnte keine Rede sein, als ich die Rolle angeboten bekam. Zucken alle zusammen da hinten. Als ich die Rolle angeboten bekam, 79 oder 78 habe ich die angeboten bekommen, da war ich 13. Ihr kennt den alle, ne? Ja. Super. Da war ich 13, da haben wir die ersten Aufnahmen gemacht, 79 kam die erste Folge raus. Mhm. Und da hätte ich auch niemals darüber nachgedacht, dass das mal so lang gehen könnte oder sollte. Das macht man sich gar nicht mehr ein, da hinten. Sie können ruhig. Das ist totaler Wahnsinn. Ja, das ist irre. Ich war übrigens auch Generation Jimmick. Das habe ich sehr geliebt und immer sehr gerne heimlich geguckt, wenn meine Eltern mal abends weg waren und ich Fernsehverbot hatte. Also insofern, das fand ich großartig. Ich bin da hängen geblieben. Aber nur noch mal gesagt, als Schauspieler hat man sowieso nicht eine Planung, dass man sagt, jetzt kriege ich eine Rolle angeboten und die soll bitte 30 Jahre gehen. Und das ist so nicht. Man kriegt Rollen und dann wird gesagt, naja, die Serie machen wir vielleicht hoffentlich 2 Staffeln, 3 Staffeln. Und dann wird sie nach 3 Folgen abgesetzt, weil einfach nicht erfolgreich genug ist. Und so muss man auch damit umgehen. Also wenn das eine wegfällt, dann kommt eben was anderes. Was wieder interessant und schön ist. Ich freue mich immer über die nächste Arbeit, die ansteht und freue mich über die Abwechslung, die ich haben darf. Wir haben gerade ein Problem, weil Millionen Menschen zu Hause jetzt einfach die Augen zumachen. Wir verlieren gerade Zuschauer, weil die nur noch zuhören. Und weil die jetzt gleich einschlafen wegen der 3 Fragezeichen. Ja, haben Sie Ihre eigenen Töchter, haben Sie die auch mit den 3 Fragezeichen in den Schlaf gebracht? Ja, natürlich. Also die haben die sehr gerne gehört, die 3 Fragezeichen. Und ich habe das genauso gemacht wie die Generation, die das also ganz am Anfang, Anfang der 80er so gern gehört hat. Also das ist meine Theorie, genau belegen kann ich das nicht. Dass die also immer gerne noch abends Fernsehen wollten, die Kinder. Oh, bitte, darf ich noch was sehen? Nein, du gehst ins Bett, aber du darfst noch eine Kassette hören. Und dann haben die sich hingelegt und dann deswegen wurden diese Kassetten auch bestimmt manchmal 30 Mal oder 50 Mal gehört. Man konnte jedes Wort mitsprechen, aber irgendwie ließ sich so schön dabei einschlummern. Die 3 Fragezeichen werden den Fall schon lösen. Ärgerlich war ja nur, wenn man Kassette hörte, dass dann plötzlich der Knopf in der Mitte der Kassette hochsprang. Machte der in diesem mechanischen Kassettenrekorder. Dann musste man sich nochmal hochrappeln und das Ding umdrehen. Genau. Und dann drückte man nochmal drauf und dann war man eigentlich selig eingeschlafen. Ich glaube sowieso, dass die meisten, die das regelmäßig immer noch hören, das hören die ja heutzutage als Erwachsene immer noch gerne, dass die bis heute kein Ende kennen von unseren Folgen. Die wissen also nie, wie die Fälle ausgehen, aber sie sind auf jeden Fall immer selig eingeschlafen. Und wenn man sich das mal anschaut, wir haben, glaube ich, so ein kleines Making-of auch vorbereitet, wo man mal einen Eindruck kriegt, wie sowas dann läuft. Schauen Sie mal. Hilf mir mit diesem, Strunk hier. Ein bisschen Platz haben. Komm.
Faszinierend. Sag mal, Justus, möchtest du uns vielleicht auch mal helfen? Just! Ach, und fertig ist ein hübsches, kleines Zelt. So. Und wir freuen uns sehr, Jörg Klinkenberg bei uns hier in der Sendung zu begrüßen. Der Geräuschemacher, so nenne ich es, Herr Klinkenberg. Wie bezeichnen Sie sich? Wie nennt man das offiziell? Offiziell heißt es Foley-Artist. Foley-Artist. Foley-Artist, ja. Also das kommt von dem ersten Menschen, der Geräusche für Film produziert hat in Hollywood. Das ist Jack Foley. Und seitdem heißt es Foley-Artist. Wie kommt man auf die Idee, so einen Beruf zu ergreifen? Ja, also wir hatten vorhin, wie heißt dieser Sänger, Max Rabe, ne? Ja. Kein Schwein ruft mich an. Der hat ja noch einen anderen Song, der heißt Mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche. Richtig. Ich habe so einen Bruder und der hat vor 25 Jahren gefragt, ob ich das machen will. Lustig. Und dann bin ich da hingegangen. Schöne Geschichte. So, Herr Rohrbeck, wir haben jetzt die seltene Gelegenheit, das mal live hier zu erleben, das, was Sie sozusagen auch auf der Bühne live machen, machen wir jetzt mal im Fernsehstudio. Wenn Sie eine kleine Szene mal uns kurz erklären, was da passiert, und Herr Klinkenberg macht dann mit. Und Nova ist wahrscheinlich auch Teil der Geschichte, ja, weil die als Schauspielerin ja dafür prädestiniert ist. Ich habe Sie dann vorhin gebeten, ob Sie da mitmachen würde. Und wir haben uns jetzt mal eine ganz kurze Szene ausgedacht. Wie gesagt, wir haben jetzt hier kein Manuskript. Und ich würde Sie vielleicht gerne bitten, da auch noch mitzumachen. Ich spiele die Leiche. Nein, da gibt es eine weit bessere Aufgabe. Wir möchten Sie am Ende überführen und zusammenschlagen, wenn das möglich wäre. Sie schlagen mich zusammen. Ja, ich werde ja nicht die Präsidentin zusammenschlagen. Nee, das ist wahr, das verstehe ich. Ja. Und insofern habe ich dann gedacht, vielleicht frage ich Sie da besser. Das heißt also, Sie müssten dann auf die Schläge schauspielerisch sehr gut reagieren und große Schmerzen vortäuschen. Okay. Ja, und, das kann ich, das kann ich. Dann sind wir froh. Ich bin ja ein Mann, das kann man immer, Schmerzen vortäuschen. Ja, also wir werden hier zu unserer Spezialität. Okay. Ich fahre also gleich durch den Regen. Es regnet erstmal und dann fahre ich auf einem Fahrrad durch den Regen. Ja, Kollegen, ich weiß, ich bin ja schon auf der Suche nach ihr. Sie hat noch einen Notruf abgesetzt. Ja, klar. Hör zu, ich muss jetzt auflegen. Die Straße ist ganz nass. Und da vorne kommt so ein kleines Wäldchen. Ich glaube, da könnte sie schon sein. Ich melde mich dann, wenn ich sie gefunden habe. Was ist denn das für ein Gebüsch da? Hey, was ist das denn? Da ist sie ja. Hey, da bist du ja. Da sprich doch mit mir. Ach so, sie hat ja ein Pflaster auf dem Mund. Moment. Da bist du ja. Ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Was machst du denn hier? Was ist passiert? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Der hat mich einfach geschnappt. Aber ich und weiß gefesselt? Überhaupt nicht, aber ich weiß nicht, wer es war. Und kam er dir bekannt vor? Ja, ich glaube schon. Würdest du ihn wiedererkennen? Doch, den würde ich wiedererkennen. Ich bin mir sehr sicher, den würde ich wiedererkennen. Komm, den schnappen wir und den kriegen wir noch. Ja. Los, wir laufen. Da vorne ist er, glaube ich. Ja. Warte. Okay. Wir stürzen uns auf ihn. Au. Ja, verpasst ihm auch eine. Der schreit gar nicht. Aber jetzt, mach das. Ich bin nicht so doll, so brichst du ihm doch noch alle Knochen. Sehr schön. Super. Das ist toll. Das ist super. Toll. Oh. Riechen Sie es auch?
wir haben Sie am Leben gelassen. Ja, ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe es überlebt. Es riecht total nach Sellerie hier. Das ist Sellerie. Das ist großartig für Knochenbrüche. Ist das wahr? Wenn Sie, ja, ja. Also Sellerie können, warte, wir machen eine Sekunde, Herr Klinkenberg. Wir machen jetzt alle mal die Augen zu. Ja. Und Sie brechen mal nach allen Regeln der Kunst Knochen. Ja? Macht man das mit Sellerie, ja? Ja, man kann es mit, okay, Sellerie. Okay. Machen wir es erstmal. Jo, jo, jo. Das ist also, was sehr schön ist, manchmal muss man sich ja auch den Kopf so gerade machen. Aber also dieser Knochenknacker, das ist tatsächlich dieser Sellerie. Super. Aber man hat auch öfters mal so Schläge, die einfach nur so ins Gesicht gehen. Da braucht man also einmal so einen Punch dazu, ja, ne? Und damit nichts bricht. Aber das doch ein bisschen körperlicher wird, dann gibt's das. Oh. Böse. Packt man dazu. Ich kenne das aus Bud Spencer-Filmen. Da war das auch immer so, ne? Ja, ja, der Bud Spencer, der schlägt richtig zu. Genau. Ja, das ist doch ein Traum, oder? Für einen Geräuschmacher, wenn man. Ja, nee, das ist ein sehr anstrengender Film, ja, weil der ja ständig schlägt. Nur Schlägerei, ne? Super. Sehr schön. Also. Ja, Klinkenberg, herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Dann schauen wir, was man mit Sellerie noch alles, okay, so anstellen kann. Einmal den Gemüsegarten rauf und runter. Wann geht's los, Waldbühne? Wann können wir das alles in Live-Action sehen? In der sozusagen? Waldbühne sind wir am 9.8., also am 9. August. Ja. Wie gesagt, da gibt's noch ein paar Restkarten, wenn man so will. Und ich bin natürlich unglaublich stolz darauf, dass schon zum zweiten Mal die Waldbühne dann, dass wir da schon vor vollem Haus das machen dürfen. Riecht doch schön nach Sellerie. Wir sind dann Ende August, machen wir ein ganz anderes Hörspiel. Das ist Frankenstein, das machen wir auf Schloss Marienburg. Das ist Open Air in dem Schloss, in dem Welfenschloss drin, vor ungefähr 1000 Leuten. Das ist dann eine andere Größe, aber wir machen halt ganz, ganz viele Hörspiele, Lesungen und Veranstaltungen. Also ich bin sozusagen, habe mich vom Fernsehen wegbewegt, mache sozusagen nur noch Live-Auftritte und Hörbücher oder hinter den Kulissen und bin da sehr, sehr glücklich dabei. Schöne Geschichte, Herr Rohrbeck. Und wenn man sich das mal so vorstellt, wenn man sich das mal so vorstellt, in der einen Woche die Rolling Stones auf der Waldbühne, nächste Woche Knochenbrechen mit Sellerie und dann steckt dahinter Oliver Rohrbeck. Das ist eine tolle Sache. Nova Meyer-Henrich ist bei uns, die im Dezember.